Herzlich willkommen im X-Lab. Ich möchte mit diesem Video noch einmal, vielleicht hoffentlich ein letztes Mal, ein Statement zum Thema analoge Fotografie heutzutage machen. Das ist mir ganz wichtig, weil ich glaube, von vielen wird das, was viele oder was ich mit der analogen Fotografie mache, aber auch das, was andere Fotografen, die analog arbeiten, falsch verstanden. Zunächst nochmal ein Rückblick. Viele Fotografen, auch in meinem Alter und ich selber, habe analog gelernt. Es begann zwar während meinem Studium die digitale Fotografie, die war damals aber grottenschlecht in der Qualität. Wir haben analog fotografiert auf Großbild, Planfilm 4,5 Inch, wir haben analog fotografiert auf Mittelformat und die Sportfotografen oder Amateurfotografen haben sehr gerne auf Kleinbild fotografiert. So weit, so gut. Ich habe dann vor ungefähr 15 Jahren so langsam die analoge Fotografie auslaufen lassen und habe mich voll auf die digitale Fotografie spezialisiert. Ich arbeite immer noch vielleicht zu 80 oder mehr Prozent digital natürlich, weil das natürlich auch sehr viele Vorteile hat. Aber ich arbeite seit nun ungefähr einem Jahr mehr und mehr wieder analog, auch im gewerblichen Bereich. Und für mich ist, und das will ich eben hauptsächlich klarstellen in diesem Video, für mich ist die analoge Fotografie kein Retro-Spaß oder Nostalgie-Hype, wo man mal wieder so ein bisschen so wie früher analog fotografiert. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht überhaupt nicht darum. Die analoge Fotografie ist ein bildgebendes Verfahren, das zunächst mal zur digitalen Fotografie gleichwertig steht. Und so sehe ich das und so muss man das, glaube ich, auch sehen. Es wird auch immer mehr von professionellen Fotografen so gesehen. Natürlich hat die analoge Fotografie Nachteile, sie hat auch Vorteile. Die digitale Fotografie hat unheimliche Vorteile, die Schnelligkeit der Datenverarbeitung, die Bildkontrolle und so weiter. Das wissen wir alles, brauchen wir jetzt gar nicht groß drüber reden. Aber die analoge Fotografie, die hat auch enorme Vorteile. Ich will mal einfach nur das sagen, was mich jetzt auch speziell veranlasst hat, wieder einzusteigen. Also ich bin kein Neueinsteiger, ich steige wieder ein. Es ist auch, und das fällt mir immer mehr auf, dass wenn ich mit analogen Fotoapparaten, also gerade mit Mittelformat- oder Großbildkameras arbeite, ich fühle mich näher am Objekt und näher im Geschehen drin als mit der Digitalkamera. Und ich glaube, ich weiß auch, woran das liegt. Die Digitalkamera ist ein sehr komplexes und sehr genaues technisches Instrument, auch ein Messinstrument. Man hat Display, man hat Histogramm, man kann Weißabgleich einstellen, man kann alles Mögliche einstellen. Ja, die Kamera denkt mit sozusagen. Ist auch ganz toll, kann man ganz viele Sachen sehr schön mit erledigen, mache ich auch. Aber man ist durch dieses technisch sehr feine Gerät der Digitalkamera, ist man sehr stark mit den Augen und aber auch mit dem Hirn immer wieder an der Kamera und in der Technik und im Menü und in der Einstellung und in der Qualität und in der Optimierung. Das hat auch Vorteile natürlich, aber wenn ich jetzt mit einer analogen Kamera, das habe ich jetzt schon mehrmals gemerkt, fotografiere, fühle ich mich freier. Warum? Ich habe eigentlich nur die Zeit und die Blende einzustellen. Und das Einzige, was ich während dem Fotografieren ständig machen muss, ist fokussieren. Ja, ich muss also ständig mit der Fokusschraube hier dranbleiben. Das geht aber auch intuitiv, also ich denke da gar nicht drüber nach. Ich fokussiere ständig nach, also meine Hand ist praktisch ein lebender Autofokus. Und sonst nichts. Das heißt, ich gucke auf mein Motiv und ich bin direkt in der Bildgestaltung. Das heißt, ich muss auch gar nichts mehr nachgucken, ich muss nichts mehr überprüfen. Ich bin während dem Fotografieren drin, viel mehr drin als mit der Digitalkamera. Vielleicht ist das nur meine ganz persönliche Ansicht, das kann ganz gut sein, aber es gibt durchaus Leute, die das ähnlich sehen. Auch die Ausrüstung kann sich sehen lassen und da muss man gar nicht dem Digitalen nachstehen. Ich habe also einfach, ich hatte fast nichts mehr analog, ein paar Kleinbildkameras noch, die ich sowieso nie benutzt habe. Und ich musste wieder neu anfangen. Ich hatte damals eine Sensapronica 6x6. Ich habe eine Großbildkamera, eine Cambo, die habe ich immer noch, aber die ist mir viel zu klobig. Und ich habe jetzt neu investiert in eine professionelle Ausrüstung. Und das sieht so aus, das ist hier die Mamiya, hatte ich ja schon mehrmals gesagt. Die Mamiya ist 6x7, ist ein tolles Format. Der Body, das Standard 90mm Objektiv, ein zweites Magazin, um schneller Filme wechseln zu können.
Dann eben noch drei Optiken, ein schönes Tele für Porträts, 250 mm. Dann ein 127, das ist so ein leichtes Tele für Porträts, sehr gut geeignet. Und das Weitwinkel 50 mm, also 50 mm ist, wenn man 90 als Normalbrennweite sieht, ist es knapp die Hälfte. Also auf Kleinbild umgerechnet ist es dann die 27 mm oder sowas. Und damit deckt man eigentlich das Wesentliche ab für die meisten Anwendungen und kann damit voll professionell arbeiten. Ein Kompendium, so nennt man die verstellbaren Sonnenblenden, die man auf die verschiedenen Brennweiten abstimmen kann und sehr schön die Sonne abhalten kann. Ein Gelbfilter für die Schwarz-Weiß-Fotografie. Ich habe natürlich auch noch Kokin-Filtersätze, die man anschrauben kann, aber mit dem Gelbfilter kommt man bei ganz vielen Aufgaben schon automatisch sehr gut zurecht. Dann braucht man natürlich ein Belichtungsmesser, weil die beiden Kameras haben natürlich keine Belichtungsmessung intern. Ist aber auch gar kein Problem. Belichtungsmessen muss man einfach können, wenn man professionell arbeitet. Auch übrigens, wenn man nur digital arbeitet. Gerade auch im Außenbereich, wo man wirklich mit Kunden unterwegs ist. Man hat nicht so die Zeit, ständig Displays anzugucken und so. Man muss einfach messen, auch wenn man mit Blitz und außerhalb arbeitet und so weiter. Das ist wieder ein ganz anderes Thema. Ja, und dann eben habe ich mich dafür entschieden, eine etwas tragbarere Großbildkamera zuzulegen. Das hier, das ist eine Horseman 4,5-Inch-Kamera. Ja, sieht man hier hinten, das ist das Display. Und damit kann man natürlich sehr schön Landschaft, Architektur, Interieuraufnahmen machen. Ich habe das Standardobjektiv 150 mm und ich habe noch ein 65er. Das ist ein sehr starkes Weitwinkel eben für Innenaufnahmen oder für Landschaftsaufnahmen. Und damit komme ich eigentlich ganz gut zurecht. Ja, das ist so mein analoges Equipment. Dazu kommen natürlich jetzt auch ein Entwicklungsprozessor und diverses Kleinzeug, was man eben auch für Filme braucht. Ein Gefrierfach in der Küche ist komplett reserviert für das Aufbewahren von Filmen. Wahrscheinlich wissen Sie das, wenn man Filme ins Gefrierfach tut, kann man sie unendlich lange halten, dann werden sie nicht schlecht. Schwarz-Weiß-Filme kann man sowieso auch bei Zimmertemperatur gut lagern, aber Farbfilme sollte man mindestens im Kühlschrank oder eben im Gefrierfach lagern, dann kann man sie 10, 15 Jahre halten, gar kein Problem. Das war es eigentlich schon und das ist eine Ausrüstung, die zusätzlich natürlich zu meiner Fuji-Ausrüstung, die ich sehr gerne für Events oder für solche Sachen verwende, und natürlich der Phase One, das ist die professionelle Ausrüstung eben für Produkt, Mode, Jobs. Und ich nehme immer die Kamera, die ich für den jeweiligen Job brauche. Also ich sage nicht, die beste Kamera ist die digitale Mittelformat. Die bessere Kamera ist die Fuji oder Canon oder Nikon oder was weiß ich. Nein, gar nicht. Es gibt für jeden Job und für jede Anwendung gibt es die richtige Kamera. Und meiner Ansicht gehört die analoge Fotografie genauso dazu. Natürlich heißt das nicht, Sie müssen jetzt analog fotografieren, aber das ist ja genau das Gleiche, wenn Sie sagen, brauche ich Mittelformat digital, brauche ich Kleinbild digital, brauche ich APS-C digital, bla bla bla. Sie müssen wissen, was Sie für Ihren Job brauchen. Und meine Entscheidung ist eben die Diversität in dem fotografischen Thema der bildgebenden Verfahren, heißt das so schön. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuschauen und bin schon mal jetzt auf Ihre Kommentare gespannt.